Kennt ihr schon Do, Re, Mi, Fa, Sol, La und Ti? Die sieben Monster geben zusammen mit ihren Freunden jedes Jahr ein großes Konzert. Dieses Jahr tritt sogar eine Opernsängerin mit den Monsterfreunden auf. Und was braucht eine Opernsängerin für ihren Auftritt auf jeden Fall? Richtig, ein tolles Kleid. Das Monsterfreunde-Kleid entwerfen die Schülerinnen und Schüler der 2B einer Wiener Schule, die zusammen mit der Opernsängerin bei dem Konzert auftreten. Aber nicht alleine, sondern sie bekommen Hilfe von La Hong, einem echten Modedesigner. Zuerst müssen Entwürfe gezeichnet werden. Wie könnte so ein Kleid für eine Opernsängerin aussehen? Bunt mit ein bisschen Glitzer. Monsterfreunde-Farben. An der Schulter wird Do, glaube ich, sitzen. Da auf der Seite so Fa. Jetzt gibt La Hong noch ein paar Profi-Tipps. Der wichtigste, setzt deiner Fantasie keine Grenzen. Wichtig ist, bis zum Schluss, dass eben die in dem Kleid den Spaß und vor allem die Kreativität von den Kindern zu sehen ist, ist mir wichtiger als irgendeine Vorgabe. Es gibt keine Vorgabe. Zu einem Modeentwurf gehört natürlich auch eine Anprobe. Dazu kommt Marina Spielmann vorbei, die Sängerin, die das Kleid später tragen wird. Schön, wir singen und wir arbeiten. Komm! Damit La Hong das Kleid später in seiner Werkstatt fertig nähen kann, steckt jetzt jeder die Monsterfreunde nach seinem Entwurf auf das Kleid. Was sagst du, Marina? Eine gelungene Anprobe? Auf jeden Fall, natürlich. Ne? Man sieht dann auch so die Stoffmuster und dann kann man sich vorstellen, wie die Monsterfreunde dann mit diesen Stoffmustern auf dem Kleid ausschauen. Wow, das ist ja ein monstermäßiges Kleid für ein monstermäßiges Konzert. Na, seid ihr schon aufgeregt? Schon ein bisschen, ja. Natürlich bin ich aufgeregt. Ja, sehr. Wir auch. Wir freuen uns schon sehr darauf, euch beim Monsterfreunde-Konzert wiederzusehen und sind natürlich gespannt, wie das Kleid dann fertig aussehen wird.